Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 7 und 8. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD und die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten. Darf zunächst das Wort erteilen der Kollegin Barth für die Fraktion. Ja, oder das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Entschuldigung, Berichterstattung, Herr Dr. Naas, ich wollte Ihnen nicht die Berichterstattung stehlen. Bitte schön, Sie haben ja vollkommen recht. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen für die beiden Gesetzentwürfe vortragen. Zunächst zum SPD-Gesetzentwurf. Hier empfiehlt der Ausschuss dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. So beschlossen mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90, die Grünen, AfD, Freie Demokraten gegen die SPD und die Linke. Und hinsichtlich des FDP-Gesetzentwurfs ergeht folgende Beschlussempfehlung. Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung ebenfalls abzulehnen, so beschlossen mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD, die Linke gegen AfD und Freie Demokraten. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Berichterstattung, Herr Dr. Naas. Für die Berichterstattungen, Herr Dr. Naas, als erste Rednerin darf ich das Wort erteilen. Jetzt der Kollegin Barth für die Fraktion der SPD. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vor genau einem Jahr im Februar 2020 haben wir unseren neuen Gesetzentwurf für ein Vergabe- und Tariftreuegesetz hier im Landtag eingebracht. Wir taten dies, weil wir im Gegensatz zu Ihnen, Herr Minister, nicht länger die Augen verschließen wollten vor den Missständen, die Ihr aktuelles Gesetz leider zulässt und gegen die Sie auch heute wohl nicht bereit sind, vorzugehen. Ihr Gesetz verschließt z.B. die Augen vor der Tatsache, dass laut den Zahlen der Sokabau 24% der Arbeitnehmer im Baugewerbe in Teilzeit arbeiten. Ist es tatsächlich so, meine Damen und Herren, mit der Teilzeit oder eher ein Betrug an Sozialbeiträgen? Ich habe dazu eine abgeschlossene Meinung, aber es wäre an Ihnen, dem nachzugehen. Ihr Gesetz ignoriert ebenfalls, dass ein großer Anteil an Fachgewerken im Baugewerbe zu Mindestlöhnen ausgeführt wird. Ihr Gesetz ignoriert die endlos langen Subunternehmenketten, die irgendwo im osteuropäischen Ausland enden, wo kein deutscher Staat mehr die Hand drauf hat, auch nicht der Zoll. Warum schränken Sie die Zahl der Glieder nicht ein? In unserem Gesetzentwurf fordern wir eine Beschränkung auf 3. Das wäre der einzige Weg, um dagegen vorzugehen. Das sind Fakten, die in dem dünnen Evaluierungsbericht, den Sie vor anderthalb Jahren viel zu spät und trotzdem schlecht nicht einmal thematisiert haben, die aber zeigen, dass wir eine Korrektur der aktuellen Gesetzeslage brauchen. Und ich habe es schon letztens im Ausschuss gesagt, ja, in der Anhörung wurde deutlich, dass die Begeisterung, sich erneut auf ein komplett neues Gesetz einzulassen, verhalten war. Aber Änderungsbedarf, meine Damen und Herren, lieber Herr Dr. Naas, Änderungsbedarf sahen viele der Anzuhörenden und bei Weitem nicht nur die Gewerkschaften. Wobei es auch nicht verkehrt wäre, wenn auch Sie, meine Damen und Herren von CDU und Grünen, mal wieder auf die Gewerkschaften hören würden. Schon bei der Einbringung unseres Entwurfs vor einem Jahr hörten wir von den Regierungsfraktionen, dass sie an einem Änderungsentwurf für das Tariftreuegesetz arbeiten. Die FDP hat ja dann im April ihren eingebracht, den wir heute mitberaten. Nur ich frage mich langsam, was ist denn nun mit dem schwarz-grünen Gesetzentwurf? Immerhin haben wir im September durch einen Anzuhörenden, nämlich Herrn Kraushaar von der Architektenkammer, erfahren, scheint da schon etwas zu kursieren. Denn Herr Kraushaar sagte, und ich zitiere aus dem Protokoll, wir bedanken uns auch dafür, dass der Landtag dieses Thema vor dem Hintergrund der anstehenden Beratung des Gesetzentwurfs der Regierungsfraktionen aufgreift. Daraufhin steht im Protokoll Zurufe, ich verrate, da war einer von mir,
Und Herr Kraushaar antwortete darauf, es gibt ja Gesetzungsberatungen der Regierungsfraktionen. Heute sprechen wir über Ihre Gesetzesentwürfe. Gemeint ist die Opposition. Das ist mir schon klar. Ich bin orientiert. Zitat Ende. Das war vor 5 Monaten, meine Damen und Herren. Haben Sie nun einen Entwurf? Gibt es Änderungen? Wenn ja, welche? Werden die noch im Parlament beraten, oder haben Sie eine neue Form der Anhörung gefunden, indem Sie Ihre Gesetzesentwürfe direkt mit den Interessenverbänden außerhalb beraten? Mich irritiert das. Mich irritiert Ihr Vorgehen und mich irritiert Ihre mangelnde Einsicht, dass dringender Korrekturbedarf besteht, und zwar in erster Linie, was die Überprüfung der Tariftreue anbelangt, die Ihr aktuelles Gesetz zwar einfordert, aber nicht kontrolliert, ob es geschieht. Es ist auch Ihre Aufgabe als Gesetzgeber, dafür zu sorgen, dass Ihre Gesetze so angelegt sind, dass sie wirken. Das beste Gesetz nutzt nichts, wenn es nicht kontrolliert wird. Richten Sie endlich eine Prüfbehörde ein, damit Hessen nicht weiter Niedriglohnland bei den Baulöhnen bleibt. Ich habe hier die ganz aktuellen Zahlen der Soka Bau. Und herzlichen Glückwunsch, Herr Minister. Hessen hat erneut die rote Laterne unter den westlichen Bundesländern, was die Durchschnittslöhne im Bauhauptgewerbe anbelangt. Wie schon bei der Auswertung 2018, jetzt also auch 2019, der Durchschnittslohn der westlichen Bundesländer beträgt 17,65 €. Am meisten gibt es erneut mit Hamburg 18,51 €, Platz 2 wieder Bayern mit 18,04 €. Und wo steht Hessen? Ganz unten am Ende der Leiter mit 16,51 €. Das ist mehr als 1 Euro weniger als der Durchschnitt. Bravo und herzlichen Glückwunsch zum Behalten der roten Laterne. Es würde, meine Damen und Herren, hessischen Vergaben gut tun, wenn wir mehr qualitative Kriterien, und dazu gehören auch übrigens soziale Kriterien, wie das Banalste von allem, die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen, bei unseren Vergaben stärker gewichten würden. Um mal vom Baubereich wegzukommen, kann ich Ihnen auch sagen, dass übrigens, und jetzt wird es vielleicht spannend, gerade auch der IT-Bereich in Hessen dafür bekannt ist, dass das Preiskriterium immer am höchsten ausschlaggebendes Kriterium ist. Schauen Sie mal in die HAD, in die Ausschreibungsdatenbank. Das ist in anderen Bundesländern anders, und das führt natürlich in der Ausführung zu Problemen bei der Qualität der dann abgelieferten Arbeit. Und manche IT-Dienstleister bewerben sich schon gar nicht mehr in Hessen, weil sie ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Und jetzt sage ich auch mal, wer weiß, ob das nicht auch ein Grund ist, weshalb die hessische Plattform zur Vergabe der Impftermine so ist, wie sie ist. Herr Minister, Sie haben, der Herr Wagner, ist er da? Nein, nein, leider nicht. Der hat, ja, gut. Wir haben vorhin über Schleswig-Holstein gesprochen, über Eventim. Schleswig-Holstein hat sich in der Ausschreibung für Eventim entschieden. Bei Eventim gab es pro Minute 400 Termine, die vergeben wurden. Das sind, rechnen, 240.000 Termine die Stunde. Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel haben Sie heute innerhalb von einem Tag vergeben bekommen? Waren, glaube ich, ein paar weniger. Die Kritik, die die Opposition daran geäußert hat, dass das Ganze nach dem Windhundverfahren passiert ist, das heißt, nur die ganz schnell waren, haben diese Termine bekommen, die Begehrten, anstelle, dass man vielleicht auch mal priorisiert hat, was macht Schleswig-Holstein jetzt? Jetzt verschicken sie Briefe mit Zugangscodes. Und was ich übrigens an dem Online-Verfahren immer noch der Hammer finde, und auch am telefonischen, dass es keine Paartermine gibt. Also stellen Sie sich mal vor, ich glaube, bei Eventim, die kriegen das garantiert hin, ja, weil da sitze ich ja auch nicht, wenn ich mit meinem Mann in der Oper gehe, er in der ersten Reihe am Samstag und ich in der letzten am Sonntag. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und wie ist es denn jetzt bei den Impfterminen, ja? Wenn Sie einen Pflegebedürftigen in der Familie haben, ich habe das. Ja, wir dürfen mit meinen Eltern, wir dürfen dort zweimal hin. Einmal dürfen wir mit meiner Mutter zweimal hin und einmal mit meinem Vater zweimal hin. Das ist auch eine Belastung.
So, also ich sage mal, das ist auch ein Thema von Vergaben, wie man Ausschreibungen gestaltet, wie man Anforderungskriterien gestaltet oder ob es immer nur billig sein muss. So, aber wieder zurück zum eigentlichen Thema. Sie sagen ja immer zu uns, wir sorgen mit unseren Vorschlägen für zu viel Bürokratie. Warum stimmen Sie dann nicht wenigstens zu, die freiberuflichen Leistungen von Architekten und Ingenieursleistungen im Unterschwellenvergabebereich wieder aus dem Vergabegesetz herauszunehmen? Es hat sich nun einmal gezeigt, dass es nicht praktikabel ist, grundsätzlich Interessensbekundungsverfahren vorzuschalten. Hier sollte wieder gemäß der Unterschwellenvergabeverordnung § 50 und 52 die freihändige Vergabe erlaubt sein. Das ist echte Mittelstandsförderung, meine Damen und Herren, die wir hier fordern. Und das sage ich jetzt zum Schluss auch noch einmal. Wir bleiben bei unserer Forderung nach einem vergabespezifischen Mindestlohn in Höhe der untersten Tarifgruppe des TV Hessen. Wir reden hier über Löhne im Bereich von derzeit etwa knapp 12 Euro, also 2.000 Euro brutto im Monat. Die Menschen sollten von ihrer Arbeit leben können, meine Damen und Herren, und erst recht, wenn sie für den Staat arbeiten bei öffentlichen Aufträgen, das sollte es uns wert sein. Wir wollen anständige Löhne in Hessen, von denen man leben kann. Und hierbei spielt der öffentliche Auftragssektor, der 20% des Bruttoinlandsprodukts ableistet, eine entscheidende Rolle. Hessen entgeht zu viel Geld durch Tarifflucht. Auch das sollte ein Argument sein. Schreiten Sie endlich zur Tat. Und wenn Sie unseren Entwurf schon nicht zustimmen, legen Sie doch bitte endlich Ihren eigenen vor. Vielen Dank, Frau Kollegin Barth. Nächster Redner ist der Abgeordnete Lichert für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, sehr verehrte Kollegen, meine Damen, meine Herren! Um diese späte Stunde möchte ich mal mit etwas Positivem anfangen, mal etwas, was Einheit stiftet. Denn ich glaube, wir sind uns einig, Land und Kommunen sind natürlich wichtige Nachfrage am Markt. Und dass bei dieser stattlichen, staatlichen Nachfrage, dass damit natürlich auch ein entsprechender Gestaltungsanspruch einhergehen muss, ich denke, das kann niemand infrage stellen. Betrachten wir das aktuelle Wirtschaftsgeschehen, so blicken wir in einen Abgrund. Ein Abgrund aus Anlass von Corona, aber auch nicht nur aufgrund von Corona. Auch das sollte noch einmal festgestellt werden. Und diese sich vermutlich noch sehr viel weiter verschlimmernde Wirtschaftskrise, wenn erst einmal die Zweit- und Drittrundeneffekte zu greifen beginnen, die wird natürlich die Bedeutung staatlicher Nachfrage für die Unternehmen noch weiter erhöhen. Und genau diese Bedeutung bedeutet doch für uns als erste Gewalt, vielen Dank, dass wir das Instrument des Vergaberechts ganz besonders verantwortungsvoll einsetzen müssen. Es darf auf jeden Fall nicht dazu missbraucht werden, eine Art parteipolitischen Wunschzettel umzusetzen, ganz egal, wie edel, gut und schön uns diese Wünsche auch erscheinen mögen. Nach dieser zugegebenermaßen ein klein wenig abstrakten Vorrede wollen wir uns doch tatsächlich noch einmal den vorgelegten Gesetzentwürfen widmen. Und hier prallen zwei ordnungspolitische Vorstellungswelten frontal aufeinander. Auf der einen Seite die liberalen Vorstellungen, die vor allen Dingen eine Vereinfachung sowohl für die Nachfrager als auch für die Anbieter zum Gegenstand haben. Die Vorstellungen der SPD gehen genau in die entgegengesetzte Richtung. Mehr Vorschriften, mehr Kriterien und damit notwendigerweise auch mehr Kontrolle. Denn sonst wären diese Vorgaben natürlich sinnlos. So, und wir als Hohes Haus, wir haben nun die dankbare Aufgabe, Schiedsrichter zu spielen, obwohl wir natürlich wissen, dass beide Gesetzesentwürfe der Opposition abgelehnt werden und wir noch ein bisschen länger die Vorfreude auf den rettenden Gesetzentwurf der Regierungsfraktion genießen können.
Es gilt nun einmal weiterhin die ewige politische Wahrheit des geschätzten Franz Müntefering. Opposition ist Mist. Wenn wir uns nun über die beiden Gesetzesvorhaben beugen, dann tun wir natürlich gut daran, uns des externen Sachverstandes zu bedienen. Das haben wir auch getan. Die Anhörung wurde ja bereits erwähnt. Das Echo war in der Tat relativ einhellig. Auch das ist schon hier vorgetragen worden. Die Vertreter der Unternehmerverbände wollen es natürlich möglichst einfach für ihre Mitgliedsunternehmen haben. Die Vertreter der Kommunen wollen es möglichst einfach für ihre Mitgliedskommunen haben. Und gepaart mit konkreten Praxiserfahrungen bedeutet das nun einmal, dass eine ziemlich eindeutige Ablehnung des SPD-Entwurfs in dieser Anhörung vorgetragen wurde. Dass die Gewerkschaften demgegenüber spürbar weniger ablehnend waren, das kann da nicht wirklich überraschen. Und die Darstellung der Gewerkschaften waren in der Tat eindrücklich. Sie haben natürlich stark auf die Situation der Arbeiter auf vielen Baustellen abgehoben. Die vielfältigen arbeitsrechtlichen Regelungen, die unterlaufen werden, Sozialversicherungspflichten, die unterlaufen werden, all das sind Dinge, die können einem verantwortungsbewussten Politiker nicht egal sein. Lassen Sie uns daher in die Ursachenforschung einsteigen. Und ein wichtiger Beitrag zu dieser Ursachenforschung ist die eindeutige Aussage des Verbandes baugewerblicher Unternehmer, vertreten durch den Hauptgeschäftsführer Herrn von Borstel. Ich zitiere: In einer wirtschaftlich konjunkturellen guten Lage werden Sie mich nie dazu bringen, dass ich mein Unternehmen in der Beratung empfehle, sich bei öffentlichen Auftraggebern zu bewerben. Wie kann das sein? Es geht noch weiter. Bei der öffentlichen Hand leidet man hingegen unter Bürokratie. Wenn schon im Vorfeld, Klammer auf, bei den Ausschreibungen, Klammer zu, Riesenschwierigkeiten gibt und man dann noch feststellt, dass nachher die Zahlungsfristen nicht eingehalten werden, sodass man quasi noch Geld mitbringen muss, dann bricht das einem Handwerker oder einem Mittelständler irgendwann das Genick. Ich wäre auf der Position als Hauptgeschäftsführer falsch, wenn ich meinen Unternehmern etwas anderes raten würde. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, ob Sie hier im Hohen Haus das auch so sehen oder wenigstens nachvollziehen können, das ist völlig irrelevant. Denn das, was Herr von Borstel sagt, das ist die Wahrnehmung der Unternehmer, das ist die Entscheidungsgrundlage, ob sich Unternehmen um öffentliche Aufträge bewerben oder eben nicht. Und daran müssen Sie arbeiten. Die in den Verbänden organisierten Unternehmen, das sind tendenziell die leistungsfähigeren, die wirtschaftlich gesünderen, bei denen man genau die zweifellos wirklich zu ahndenden Verfehlungen eher nicht finden wird. Nennen wir sie der Einfachheit halber die weißen Schafe. Und wenn diese weißen Schafe einen großen Bogen um öffentliche Aufträge machen, ja, wer bleibt denn dann noch? Dann sind es doch bestenfalls die grauen Schafe, und sicherlich sind auch etliche schwarze mit dabei. Die gute Konjunktur ist Geschichte. Und die Baukonjunktur wird wegen der langen Projektlaufzeiten zwar stark verzögert, aber dann auch umso nachhaltiger dem allgemeinen Zyklus folgen. Und das bedeutet, es geht bergab. Und ich möchte aber einem gedanklichen Kurzschluss hier vorbeugen. Die Vorstellung nämlich, dass bei einer schlechter werdenden Baukonjunktur diese soeben so getauften weißen Schafe in großer Zahl sich auf die öffentlichen Aufträge stürzen werden, meine Damen und Herren, diese Hoffnung trügt. Die weißen Schafe werden sich in einer solchen Situation noch sehr viel stärker auf die attraktiven Projekte und Auftraggeber konzentrieren und um sie kämpfen. Die Wettbewerbsintensität und der wirtschaftliche Druck wird noch weiter zunehmen. Und wenn wir schon bei guter Baukonjunktur es mit zu vielen grauen und schwarzen Schafen zu tun haben, dann werden sie dadurch doch sicherlich nicht heller. Das muss doch einleuchten. Die Neigung, Abkürzungen, Umgehungstatbestände und Grauzonen zu suchen, wird doch steigen. So, meine Damen und Herren, das dürfen wir natürlich nicht mit einem Schulterzucken abtun. Wenn wir jetzt einmal die weichen Faktoren oder Ziele des SPD-Gesetzentwurfs mal kurz beiseite lassen, dann handelt es doch bei den Verfehlungen, die ganz dringend adressiert werden müssen, doch schlicht um eines: Wirtschaftskriminalität.
Sozialbetrug, Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung, Insolvenzverschleppung oder Betrug, das sind Straftaten. Und diese müssen auch mit den Mitteln des Strafrechts verfolgt werden und nicht mit einer Überfrachtung des Vergaberechts, meine Damen und Herren. Quintessenz lautet, öffentliche Aufträge müssen für die weißen Schafe attraktiver werden. Der SPD-Entwurf geht aus unserer Sicht deswegen genau in die falsche Richtung. Und daher können wir ihn auch nicht unterstützen, nicht weil wir die Ziele nicht teilen, sondern weil wir die Mittel für ungeeignet halten. Hoffen wir, dass die regierungstragenden Fraktionen eher bei der FDP abschreiben, deren Gesetzentwurf und vor allen Dingen die dahinterliegende Philosophie, die teilen und tragen wir nämlich mit. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Lichert. Nächster Redner ist der Abgeordnete Kasseckert für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon spät und wir haben diesen Tagesordnungspunkt oder die Vorschläge auch schon mehrfach diskutiert. Und deshalb will ich mich auf die wesentlichen Punkte begrenzen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir mit dem Vergaberecht ein Instrument in der Hand haben, in dem wir notwendige und in der sozusagen Post-Corona-Zeit noch viel wichtigere öffentliche Investitionen in den Markt bringen können und deshalb ein großes Interesse daran haben müssen, dass wir mit einem Vergabeverfahren die Ansprüche einer transparenten, einer einfachen, einer unbürokratischen Vergabe sowohl für die Vergabestellen als auch für die Bieter ermöglichen. Und das ist etwas, was wir mit dem bisherigen Vergabegesetz an manchen Stellen leider nicht sicherstellen können. Und deshalb haben wir uns, die Frau Barth hat es schon gesagt, haben wir uns schon auch in der Vergangenheit intensiv mit der Frage beschäftigt, was wollen wir ändern, was werden wir ändern. Und ich kann das ankündigen, wir werden natürlich als regierungstragende Fraktionen auch in der Abstimmung mit dem Minister, mit der Landesregierung Vorschläge machen, wie wir uns ein neues Vergaberecht vorstellen, das weit von dem entfernt ist, Frau Barth, dessen, was Sie heute vorgestellt haben oder vor einigen Wochen schon vorgestellt haben, Monaten, was Gegenstand der Anhörung war. Und das weit über das hinausgeht, was auf der anderen Seite von der FDP vorgelegt wurde, die ja nur einen kleineren Teil dieses Gesetzes dieses Jahr noch, natürlich selbstverständlich, Kollege Naas, sogar in naher Zukunft, in absehbarer Zeit, aber das deutlich darüber hinausgeht, was die FDP an dem Gesetz ändern möchte, weil wir glauben, dass wir ganzheitlich das HVTG betrachten müssen. Was heißt es? Wir haben festgestellt, dass wir einen hohen Bürokratieaufwand offenbar bei der Bieter-, aber auch bei der Auftraggeberseite verursachen. Interessensbekundungsverfahren ist so ein Schritt, der seinerzeit, und das muss man wissen, wo man herkommt, wir haben in 2019 damals bei den Konjunkturprogrammen die Vergabegrenzen nach oben geschoben und um hier eine sozusagen Sicherheitsebene einzuziehen, hat man 2014 dann das sogenannte Interessensbekundungsverfahren vorgeschoben. Sicherlich ein guter Gedanke, aber in der Praxis ein Instrument, das zu sehr viel Bürokratie geführt hat, das dazu geführt hat, dass Vergabestellen oftmals nicht mehr selbstständig in der Lage waren, Ausschreibungen herzustellen, sich dann Dritter bedient haben, also Anwaltskanzleien oder eben beratenden Unternehmen. Und ich sage mal, ohne den Anwälten hier im Raum zu nahe treten zu wollen, das hat die Vergabe weder vereinfacht noch dann beschleunigt. Ganz im Gegenteil, es wurde dann oftmals eine juristische Auseinandersetzung, die im Kern dazu geführt hat, dass, wie wir schon mehrfach gehört haben, viele Unternehmen, insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, resigniert haben. Die Auftragslage aus der freien Wirtschaft war gut, sodass eben auch die öffentliche Hand dann kaum oder nur noch wenige Angebote erhalten hat, weil Unternehmer gesagt haben, es ist mir zu aufwendig, in öffentliche Auftragsvergaben Zeit und Geld zu investieren. Das müssen wir konstatieren, das haben wir konstatiert, das haben wir festgestellt in den vielen Gesprächen, auch mit dem vorpolitischen Raum, mit den Verbänden. Und es wird Gegenstand unserer Änderung sein. Wir wollen ein einfacheres, ein transparentes Vergabegesetz. Wir wollen vor allem ein Vergabegesetz, das auch über die Grenzen Hessens hinaus zu einer Vergleichbarkeit führt,
also eine Vereinheitlichung dort, wo Vereinheitlichung möglich ist, das heißt die Einführung der UFGO, der Unterschwellenvergabeordnung, aber eben nicht vollständig die UFGO, sondern eben mit ein paar hessischen Besonderheiten. Und dazu gehören beispielsweise die Vergabegrenzen, die heute schon sehr hoch sind. Wir haben mit die höchsten Vergabegrenzen in Deutschland und das wird auch so bleiben. Das wollen wir weiterhin als Ziel auch postulieren. Die sind im Übrigen auch in der Anhörung zu dem SPD-Gesetz ja auch von Seiten der baugewerblichen Verbände auch gelobt worden und auch als ausreichend definiert worden. Also hier an dieser Stelle gibt es sicherlich auch ein paar kleine Änderungen, aber es wird im Kern bei dieser Höhe und bei diesen hohen Vergabefreigrenzen bleiben sollen, wie wir sie heute haben. Wir wollen darüber hinaus auch darüber das Thema Präqualifikation, was Sie rausgenommen haben, beibehalten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch hier denjenigen, die öfters an öffentlichen Auftragsvergaben teilnehmen, denen die Möglichkeit geben, sich zu präqualifizieren. Aber dann muss diese Präqualifikation auch einen Wert haben. Das heißt, sie muss dann auch angewandt werden und anerkannt werden, was in der Vergangenheit so nicht war. Also unter dem Strich, glaube ich, war, und das will ich dem SPD-Antrag oder dem Gesetzentwurf der SPD abgewinnen, unter dem Strich war das für uns ebenfalls sehr hilfreich, schon frühzeitig diese Anhörung zu haben, auch wenn Ihr Gesetzentwurf, Frau Barth, ich muss es so sagen, zerrissen wurde und nichts anderes war das. Selbst bei dem Thema Tariftreue, das haben Sie jetzt weit ausgeführt, weil Sie sagen, da werden teilweise nur die Mindestlöhne gezahlt, aber es sind die Mindestlöhne, es ist die Einhaltung der Tariflöhne. Aber selbst bei dem Thema Tariftreue haben Vertreter der Gewerkschaften gesagt, im Grunde nach gewährleistet das Gesetz die Tariftreue, die Kontrolle muss verbessert werden. Das war O-Ton. Das heißt, wir müssen an der Stelle nicht einmal tiefer einsteigen in die Frage, müssen wir Tariftreue-Regelungen zusätzlich einziehen. Aber wir müssen darüber nachdenken, wie können wir besser kontrollieren. Und auch das wird unser Gesetzentwurf entsprechend beinhalten. Die FDP hat das Thema Digitalisierung völlig unstreitig. Auch hier wurde diskutiert oder vorgetragen, dass auch eine hybride Form der Ausschreibung oder der Beteiligung an einer Ausschreibung sichergestellt sein muss. So sehr wir es uns wünschen in der heutigen Zeit, dass Unternehmen alle digital an Ausschreibungen sich beteiligen, so müssen wir aber auch konstatieren, dass es Unternehmen gibt, kleinere Unternehmen, Handwerksunternehmen, die diese Hürde noch nicht genommen haben. Und deshalb muss über diese hybride Lösung nachgedacht werden. Sie muss im Gesetz vorgesehen sein. Darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel. Unterm Strich, und damit will ich zum Ende kommen, damit wir uns auch etwas Zeit noch einsparen, wir haben ein Ziel. Wir müssen in der Zeit, in der Post-Corona-Zeit, als Staat die Investitionen, und das wird kommen, wir werden viele Investitionsmöglichkeiten den Kommunen zur Verfügung stellen und stellen müssen, um eben Aufträge der öffentlichen Hand, um Investitionen der öffentlichen Hand in der Gesellschaft weiterhin voranzutreiben. Egal, ob es Digitalisierung ist, ob es der Ausbau von Breitband ist, ob es Straßen sind, all diese Bereiche, die wir diskutieren, es ist klar, dass wir in dieser schwer vor uns liegenden Zeit als Staat investieren müssen. Und deshalb ist es genauso wichtig, da wir viele Unternehmen über Monate jetzt schon strapaziert haben, dass wir ein Vergaberegime schaffen, das diese Investitionen, die wir zur Verfügung stellen, auch schnell in die Fläche bringt. Und das wird unser Vergabegesetz hoffentlich gewährleisten. Wir werden beide Gesetzentwürfe ablehnen und wir werden uns nach Kräften bemühen, sehr schnell einen Vorschlag zu machen, der in der Post-Corona-Zeit auch schon seine Wirkung entfalten kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kasseckert. Nächster Redner ist der Kollege Hofmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Vor zwei Wochen im BVA haben wir die beiden Gesetzentwürfe von SPD und Freien Demokraten zuletzt diskutiert. Und ich glaube, uns allen eint die Einsicht, dass wir das bestehende und funktionierende Vergabe- und Tariftreuegesetz reformieren sollten. Von vielen wird das bestehende Gesetzeswerk als zu umfangreich,
unübersichtlich und kompliziert gesehen. Die erste Lesung, haben wir ja schon gehört, des SPD-Gesetzentwurfs ist ein Jahr her, das der Freien Demokraten auch schon über 10 Monate und die Anhörung in schriftlicher und mündlicher Form auch schon einige Monate. Allein das ist schon ein Zeichen dafür, dass es sich beim HVDG um ein komplexes Werk handelt, dessen Novellierung Zeit und Sorgfalt benötigt, wenn man es denn gut machen will. Denn gut gemeint, liebe Frau Barth, ist noch lange nicht gut gemacht. Wenn ich mir die Anhörungsergebnisse der Gesetzentwürfe anschaue, zum Beispiel das von der SPD, zusammenfasse, dann kommt unter anderem Folgendes heraus. Die Familienunternehmer in Hessen lehnen den SPD-Entwurf wegen überhöhter sozialpolitischer Ziele ab. Der Verband baugewerblicher Unternehmer Hessens lehnt den Gesetzentwurf in vielen Punkten ab. Hohe Anforderungen sorgen dafür, dass die Zuschlagskriterien diffus und verschwommen sind. Der Hessen-Städtetag hält den Entwurf wenig handhabbar und sehr kompliziert. Er würde die Vergabe weiter bürokratisieren. Der Hessische Städte- und Gemeindebund kritisiert gleich alle Paragraphen. Selbst die Stellungnahme des DGB fällt gemischt aus. Und da muss man selbst hier hinhören und sich fragen, warum das wohl so ist. Mehr Aufwand und erhebliche Schwierigkeiten sehen auch die Stellungnahme der ECOM 21 vor. Der HIHK hält das aktuelle Gesetz sogar für besser. Der VHU ist ebenso der Auffassung, dass es eine Revision des aktuellen Gesetzes nicht bedarf. Die Stadt Frankfurt hält den Entwurf für einen schwerfälligen, unausgereiften und lückenhaften Gesetzentwurf. Dieses niederschmetternde Ergebnis, liebe Frau Barth, das müssen Sie einfach mal zur Kenntnis nehmen. Zum Entwurf der FDP sagt der Hessische Städtetag, dass es bei einer Streichung der Nachhaltigkeitskriterien es nicht bedürfe. Der DGB sagt das in der gleichen Richtung, auch wegen Streichung der Nachhaltigkeitskriterien. Die Fachleute also auf Verwaltungsebene als Auftraggeber und die Unternehmensvertretung als Bieterinnen sind mit den beiden Vorschlägen von SPD und Freien Demokraten nicht einverstanden oder finden diese nicht zielführender. Das Urteil könnte nicht vernichtender sein. Man sieht also auch daran, dass es ziemlich schwer ist, den richtigen Weg, den Mittelweg zu finden. Und daran arbeiten CDU und wir Grünen. Das neue hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz soll vereinfacht werden, sozialer, klimaschützender, digitaler, transparenter, haben wir alle schon gehört. Und das braucht Zeit, weil wir wollen sorgfältig sein. Wir wollen eben nicht solche Urteile der Praktikerinnen und Praktiker bekommen, wie Sie das bekommen haben. Wir wollen es richtig machen. Und daran arbeiten wir noch. Kollege Kasecker hat es gesagt. Viele Fragen sind schon geklärt. Einige Feinabstimmungen braucht es noch. Und es ist gut, dass wir die Praktikerinnen befragt haben. Ich bin überzeugt, dass unsere Ideen innerhalb des neuen Gesetzentwurfs, egal ob als Fraktionsgesetz oder Regierungsentwurf, deutliche Verbesserungen beinhalten wird und von allen Seiten der Praxis befürwortet werden wird, weil wir nämlich zuhören können. Im WVA wurden die beiden Gesetzentwürfe mehrheitlich, mit großer Mehrheit, abgelehnt. Da wir intensiv an einer eigenen Vorlage arbeiten, lehnen wir beide Gesetzentwürfe von SPD und Freien Demokraten natürlich ab. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege.